and I awake. The room spins round my stomach ache. Leads straight to my head. Curtains are closed, the room is cold, and there's nothing left but my memory. And there's nothing left. Erzählen, wie du zu Psyche jetzt gekommen bist, wie du Darren kennengelernt hast, wie das alles zusammengekommen ist. Das wäre sicherlich interessant. Ja, also ich habe Psyche kennengelernt durch einen Bekannten von mir, und zwar ist der Boris. Es spielt eine Gruppe Borderline, die es auch mit einem Platte rausgemacht hat. Der hat also irgendwie den Darren auch mal irgendwoher kennengelernt und sagte dann, dass der Darren in Bochum lebt und dass er Keyboarder sucht. Und dann so kam halt der Kontakt zustande. Ich habe den Darren mal angerufen irgendwann und ja, dann sagte er mir, ob ich für ihn ein paar Demo-Songs hätte. Ja, und dann kam eins zum anderen, haben wir uns irgendwie dann so kennengelernt und dann, ja, das war's. Aber nur in der CD, ist mir so ein bisschen aufgefallen, das klang zum Teil sehr nach Mark On. Ja, und, habt ihr euch da irgendwie so ein bisschen von der neuen CD? Von der neuen CD? Ja, habe ich auch jetzt schon gelesen. Jemand hat gesagt, das Tier ist irgendwie OMD als Mark Almond singt, aber OMD-Stück. Kann nicht sein. Ist unmöglich. Nee. Ich meine, ich habe einfach, also ich finde es ziemlich lustig, weil ausgerechnet die Jazziger-Stück, das heißt Searching, meistens die Leute sagen, darauf klingt ich wie Mark Almond, was ich an nie gedacht. Ja, genau, das ist so ähnlich kennen sollte wie Down in the Subway, ne? Das kennt man, ja. Also wie gesagt, ich habe kein Problem mit dem Vergleich. Ich hatte es so lange gehabt, also seit meiner Geburt fast, dass meine Mutter, bist du Mark Almond? Oh mein Gott! Mein Baby singt Tainted Love! ich meine ehrlich, also mein ganzes Leben lang so immer so in gewissen Stellen oder gewissen Gesangtone oder so, ja, ich bin einfach so geboren, ich kann nichts dagegen tun. Und der Witz ist, ich glaube, es gibt so, also mein Gesangart ist auf jeden Fall unterschiedlich von ihm. Es ist nur so, einige Dinge erinnern die Leute an ihm. Ich glaube eher nach Soft Cell. Wir hatten sogar bei Soft Cell, weil ich meine, wir sind jetzt so allein. Ist es etwas mehr so klassisch und sehr, sehr sauber, sehr klar. Und ich glaube, ich habe so etwas eine dreckigere Stimme als Mark Almond. So das ziehe ich auch da rein, weil ich bin nicht so ganz klassisch ausgebildet oder so. Ich weiß nicht, ob er so, ich kann es wirklich nicht sagen. Ich meine, wie er klingt, es muss sein, dass er hat ein bisschen Gesang hinter ihm, so, ich meine, Bär und sowas. Naja, also wie gesagt, das stört mich nicht. Ich finde es ein sehr, sehr schönes Kompliment, weil er ist ein super geiler Sänger. Und ich bemühe mich einfach so, meine Stimme weiter zu entwickeln. So, das ist okay. Trying to avoid all
aufgefallen ist, wir haben euch ja in der Technik gefilmt und da war halt ausnahmsweise irgendwie ein akustisches Instrument, aber eher eine Gitarre, so dass in Zukunft werden oder war das eine Ausnahme eher? Well, eigentlich ist es nicht akustisch in der Zeche. Also auf das Album ist es akustisch, in der Zeche haben wir auch, so, ja. Aber ich meine, ja, eigentlich, ich wollte, also das wird es zum Moment wegen You Ran Away. Die Leute halten uns jetzt irgendwie plötzlich für eine Synth-Pop-Gruppe. Also wir waren nie eine. Ich meine, wir waren schon eine. Ich meine, wenn Eternal oder You're the Only One for Me oder Unveiling the Secret kein Synth-Pop ist, weiß ich nicht, was das ist für Musik. Aber ich wollte auch sagen, wir sind nicht nur diese Richtung. Und Guilt habe ich irgendwie vor 7 Jahren für mich persönlich auf Dirt behalten. Ich hatte es wirklich so ungefähr in die Zeit von Influence gemacht. Und plötzlich passt es irgendwie auf das Album, das Per und ich haben gemerkt, obwohl es eine Musik ist. Ich würde es die Leute, ich hoffe auch, dass unsere Fans können damit anfangen, dass wir haben ein bisschen mehr zu tun, also nur nicht in einem Bereich uns einengen oder so. Und so Guild war einfach, das war einfach ein Beispiel. Also natürlich ist es wegen, dass es eine Coverversion ist. Der Witz ist, die Marianne Faithful Version ist etwas eher mehr elektronisch als meine Version. Ich habe das irgendwie umgewandelt zu weil ich wollte ein bisschen so Blues und Jazz machen und so. Ich meine, es ist kein Geheimnis mehr. Ich habe viele Leute das erzählt, dass ich stehe irgendwie auf die Gefühle von Blues und Jazz. Und ich meine, guck mal, wie bei Nick Cave hast du mitgekommen. Also er war auch so irgendwie ein Typ, der steht auf Blues und so. Und ich will nicht der schwarze Szene oder die Independent Szene erschrecken mit meinem Geschmack. Aber ich glaube, das Guild ist mir sehr, sehr gut gelungen. Und so, es ist auf jeden Fall eine Ausnahme, weil ich bin eigentlich auch kein großer Fan von so, aber Guilty ist auch nicht so diese Art gespielt. Das ist natürlich ein bisschen